Hallo, willkommen hier der Knorke von den Dörpioten mit einer kurzen Folge, einem kurzen, ja, Let's Anschau, sag ich mal, von Star Citizen. Let's Sneak Peek, wie man auch es nennen möchte. Ja, es handelt sich hier um das Hangar-Modul, also eine sehr, sehr frühe, ja, ein Modul, also eine sehr, sehr frühe, kleiner, ja, Demo. Aus der Early Pre-Alpha, whatever. Auf jeden Fall, man kann jetzt hier lediglich sich in diesem Hangar sein eigenes Schiff anschauen, das man sich während ja, der Kickstarter-Backup-Phase gekauft hat. Hier sehen wir eine Hornet. Handelt sich um ja, hauptsächlich Dogfight. Ja, auf Dogfight ausgelegt, weniger Transport, weniger das typisch alte Freelancer, Space Trucker Dingens. Hier ist eine Art, ja, bei einem Art Balkon, den man per Fahrstuhl betreten kann und sich dann das Schiff von außen, von der Ferne anschaut. Da fahren wir da runter. Ja, auf geht's, runter. Sehr schön. Gut. Hat mich auch hat ein bisschen gedauert, bis ich gefunden habe, was ich tatsächlich hier machen kann. Also ist da, seht ihr jetzt schon hier eine Art Konsole über diese. So. Ja, die Konsole schauen wir uns später an. Ich möchte mir jetzt erstmal das Schiff genauer anschauen. Und ja, durch Zufall habe ich hier im Lüftungs-, im Einlassschacht des Raumschiffes, na, habe ich entdeckt, da kann man ja die Leiter rauslassen. Ja, da wäre ich auch nur durch Zufall rausgekommen. So, ja, also man kann das Schiff auch tatsächlich, man kann es betreten, also man kann sich reinsetzen, das machen wir jetzt mal. Ja, hopp. Das sieht schon nett aus, sehr nett. So. Ja, hier sitzt man im Cockpit der Hornisse. Hornet. Eine hornige Nisse. Ja, kann sich jetzt hier umschauen, kann sich die ganzen Instrumente anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob die nachher auch tatsächliche, ja, spielrelevante Daten darstellen werden. Und ja, wie nachher auch sich das, ja, von der Spielbarkeit her, also steuern und sich gleichzeitig umschauen, ist ja mal ein bisschen, ja, umständlich. Na, außer man hat dann einen Joystick mit dem kleinen Jog-Dial dran, mit dem man sich dann, während man steuert, auch gleichzeitig umschauen kann. Wobei ich es besser fände, tatsächlich dann, ja, wie mit der Maus, aber man bräuchte im Prinzip zwei rechte oder, wenn ihr Linkshänder seid, zwei linke Hände sozusagen, mit der man gleichzeitig Maus und Joystick bedienen könnte. Dann wäre das ganz einfach. Wie ihr seht, mit der rechten Maustaste drücke ich, habe ich dann dieses kleine HUD hier, wobei ich nicht wirklich erkennen kann, was es darstellen soll. Gut, links ist eine Art Radar, das rechts, umgekehrt, Entschuldigung, das rechts ist der Radar, links ist irgendwie auch irgendeine Art Radar. Es dreht sich hier was, rotiert was um mich herum, um irgendeine Achse. Keine Ahnung. Ja, steuern. Man kann auch jetzt schon steuern mit WASD. Ich habe auch geschaut, ob man am Schiff selber dadurch irgendwelche Bewegungen sieht. Der Flügel ist nicht der Fall. Kommt wahrscheinlich noch dazu. Wobei, ich meine, man schaut eigentlich eher recht selten von außen zu. Meistens, ja, sitzt man im Cockpit und fliegt von da aus. Aber man kann sich auch von außen dann spielen, hat natürlich eine bessere Übersicht, muss sich weniger auf den Radar verlassen. So, jetzt hier eine schöne Außenansicht nochmal. Ja, also Kamera F1 kann man rauszoomen, hat dann das Schiff von außen. Ist natürlich beim Spielen selber nachher, also in Dogfights, von der Übersichtlichkeit her deutlich besser. Man sieht, was um einen herum geschieht, aber halt unrealistischer. Klar. Also mehr Arcade, mehr Action-Stil.
Aber wie gesagt, hier, wie ihr seht, ne, Lenken, also Steuerknüppel. Aber man sieht außen leider nichts. Man sieht nicht, wie sich irgendwie die Flügel bewegen. Ich persönlich, ja, ist ein Eye Candy, ist was Nettes. Nette, also grafische Spielerei. Aber nicht wirklich jetzt, würde ich sagen, ja, so schlimm. Ich vermute mal, es kommt noch, weil klar, Realismus, es sieht realistisch aus, sieht besser aus, vor allem wenn man von der 3D-Sicht oder Third-Person-Sicht aus spielt. Klar, dann sieht es natürlich schon toll aus, wenn sich alles bewegt, wenn man auch steuert. Ja, verschiedene Sichten in außen. Wir wollen uns jetzt dann gleich nochmal ja, diese Konsole genauer anschauen, aber da warten wir noch einen Moment. Ja, ich spiele jetzt gerade noch ein bisschen rum, für die verschiedenen Tasten hier rauszufinden. Ja, nee, mehr kann man nicht machen. Ja, gut, ich sollte vielleicht auch mal einfach im Menü nachschauen. Da ist ja eine kurze Übersicht von der Tastaturbelegung. So, steigen wir. Ah, ja, aussteigen. Okay, steigen wir aus. Läuft aber lustig rückwärts. Oh Mann, hey, der ist geschickt. Der läuft so was die Treppe ohne Geländer runter. Ah, ja. So, gut. Würde ich sagen, schauen wir uns mal doch die Konsole an jetzt. Ne, kann ich auch nicht drauf springen. Schade. Ja, hier Triebwerk. Da vorne. Laser. Module. Es ist ja auch modular aufgebaut. Kann es ja nachher auch dann, so kennt man es ja von Freelancer oder Elite, Elite noch. Man kann nach und nach die einzelnen Module des Schiffs austauschen. Also es ist eigentlich in allen dieser Art von Weltraumsimulation immer so gewesen. Aber ich frage mich, ob man das hier auch tatsächlich dann. So, ja, wahrscheinlich wird man es auf jeden Fall sehen. Aber die Propeller sehen lustig aus da vorne, diese Ventilatoren. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Konsole an. Also wenn man Tabulator gedrückt hält, kann man dann mit der Maustaste, kann man die Maustaste im Prinzip aktivieren. Oben dann so eine Art Jog-Dial, so eine Art ja, Rad, ein holographisches, kann man die verschiedenen Komponenten auswählen des Schiffes. Also die Schiffe selber, Waffen, Antrieb, also Energie und Antrieb. Ja, hier geht leider nichts, da kann man nichts mehr drücken. Mal ein bisschen rumspielen hier. Gut, Schiff, mal sehen, das Schiff hier anwählen. Ja, genau. Okay. So, Ah, okay. Okay, also man zieht es einfach in die Mitte rein und jetzt kann ich hier entsprechend. Okay, das ist wahrscheinlich das. Ja, dürfte das Cargo-Modul sein. Okay, wie geht es jetzt hier? Waffen. Okay, Waffen. Das ist ein bisschen hakelig. Will nicht so recht. Okay, also hier das Triebwerk. Das Triebwerk. Ja, und hier Cargo-Modul, genau, wie ich schon vermutet hatte. Cargo-Modul. Kann man rausziehen. Ah, okay, ich ziehe es alles raus und in mein Inventar sozusagen, wenn ich bin ja hier im Hangar. Okay, das ist jetzt das Triebwerk. Der Motor. Okay, Triebwerksmotor. Auch rausziehen. Und die Waffen, ja, da habe ich ja nur die. Okay, ihr seht ja auch diese. Ja, die Beschreibung links unten. Ja. Okay, jetzt habe ich im Prinzip alles abgemacht, was mein Schiff so hat. Also ist nur noch im Prinzip die Chassis da. So. Ja, ich frage mich, ob man das auf dem Schiff selber sieht, wenn es hingeht. Nö, ist noch dran. Komisch. Okay, also die Gewehre sind noch dran. Triebwerk aus. Gut, vielleicht muss ich die Konsole wieder ausschalten. Das kann natürlich sein. Ja, nee, alles da. Okay, irgendwie. Gut, vielleicht ist es auch nur hier auf dem Hologramm, aber nicht am Schiff selber. Aber mal ausmachen.
ob es dann alles aktualisiert wird am eigentlichen Schiff. Ah, okay, jetzt ist aktualisiert. Coole Sache, Parker. Ja, genau. Oh, der Schatten unten. Hey, sieht man sogar geil, wie das Licht dann durch das Loch dann wieder durchscheint. Nice. Ja, okay, also wie ihr seht, tatsächlich die Dinge, die dann in dem meinem Fall, ich habe es alles einfach abmontieren lassen und ins Lager gestellt. Und tatsächlich steht es eigentlich nur noch die leere Chassis da, die le leere Gehäuse des Schiffes sozusagen. Ja. Ohne irgendwelche Komponenten. Nice. Ja, also wie gesagt, ist ein kurzer Einblick, ein kleiner Vorgeschmack auf das Spiel. Also auch die Grafik, ich denke mal, da wird noch einiges dran gebastelt werden. Ich denke mal, gut, die Grundengine wird sich nicht mehr verändern. Aber so, was dann zu sehen ist, die Texturen, Details, wie dass sich Flügel bewegen, wenn ich lenke, etc. Da wird bestimmt noch einiges dran geändert vom Spiel selber. Es gibt eine Solo- und Multiplayer-Kampagne, also Multiplayer-Part. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, schaut euch mal die Webseite an. robotspaceindustry.com. Schreibt es auch nochmal in die Beschreibung rein. Ja, die läuft noch, Kampagne läuft noch bis Ende November. Könnt ihr also noch einsteigen. Alles klar, das war Knorke ohne Dörbjörn. Bis dann, macht's gut, bye bye. Bis dann, macht's gut, bye bye.